dann wollen wir mal mit dem armen Wachmann reden. Der tut mir richtig, richtig leid. Der Wachmann von der Eremitage. Er ist die einzige Verbindung zu dem, was da geschehen ist. Oh ja. Hören wir uns einfach nochmal an, was er zu sagen hat. Ich habe hier Papier und Bleistift. Könnten Sie die Tätowierung nachzeichnen? Ich kann es ja mal versuchen. Der erinnert mich an irgendeinen deutschen Schauspieler, dessen Namen mir nicht einfällt. Aber der ist blond. Sie sieht ungefähr so aus. Zeig mal her. Seltsam. Sieht wie ein Schriftzeichen aus. Irgendwas Altes, wahrscheinlich aus dem Nahen Osten. Aber davon habe ich keine Ahnung. Ich muss unbedingt Lara anrufen. Vielleicht kann sie mir weiterhelfen. Genau. Zücke das Handy. Ausgerechnet dann, wenn ich dringend mit ihr reden muss, geht Lara nicht ans Telefon. Verdammt. Hoffentlich liest sie wenigstens ihre E-Mails. Du hast es zweimal läuten lassen. Also da geht bei zweimal läuten gehe ich auch noch nicht ans Telefon. Wo ist die Zeichnung? Das ist der Zettel mit den zwei Symbolen, die der Wachmann für mich gezeichnet hat. Aha. Warum lässt sich jemand solche merkwürdigen Tätowierungen am Hals stechen? Und wer schleicht in einer Mönchskutte im Museum herum? Vielleicht ist das ja nur ein ganz gewöhnlicher Spinner. Nennt man das nicht Treeball oder sowas? Ich weiß nicht mehr. Ich bin zwar selber tätowiert, aber ich kann... Ja, ich kenne mich da nicht so gut aus. dann werden wir mal unsere E-Mails checken. Da kam ja vorhin eine Nachricht, dass eine E-Mail eingegangen wäre. Und da schauen wir mal nach. Der Junge hat nichts zu tun, als den ganzen Tag Bier zu saufen. Unser Bruder Herz. Der wird übrigens von irgendeinem Ump oder so Sänger, glaube ich, gesprochen. Falls euch die Stimme bekannt vorkommt. Und ja, ich finde, er hat seine Arbeit schlecht gemacht. danke. Lara hat geschrieben. Max, ich habe in der Datenbank gesucht, aber leider konnte ich niemanden mit diesem Pseudonym finden. Wenn ich diesbezüglich irgendwie weitergekommen bin, lasse ich es dich wissen. Bis dann, Lara, Bussis. Da schreiben wir auch gleich mal zurück, ha? Gemeldet, Diebstahl. Der schreibt echt noch Re. Wer macht das schon? Naja. Ohne Anrede. Ich kann dich auf dem Handy einfach nicht erreichen, Lara. Ich brauche dringend deinen Rat. Weil er es für keine richtige Spur hält, kann ich damit nicht zu Ostankovic gehen. Bitte melde dich doch. ASAP? Was heißt ASAP? Oh, da ging aber flott. Tut mir leid, Max, ich habe im Moment keinen Internetzugang. Ich habe gerade eine E-Mail-Benachrichtigung auf meinem Handy bekommen. Gibt es irgendwas Wichtiges? Könntest du mir bei einem Problem hier weiterhelfen? Ich habe eine interessante Spur, aber ich weiß nicht, an wen ich mich damit wenden soll. Eine Spur? Was für eine denn? Ich muss herausfinden, was bestimmte ziemlich merkwürdige Symbole bedeuten. Da hast du aber Glück. Nicht weit von der Haltestelle Moskau gibt es eine Privatbibliothek. Sie ist direkt am Zagorodny-Prospekt. Unterhalte dich dort mit dem Bibliothekar darüber. Wenn du ihm sagst, dass ich dich geschickt habe, dann sollte das kein Problem sein. Großartig. Ich wusste ja, dass dir bestimmt was einfällt. Tut mir leid, aber mein Taxi ist da. Ich muss gehen. Bis dann. Ihr Taxi ist da. Aha. Das wäre erledigt. Wie wäre es mit einem kurzen Spaziergang? Gut, wird doch langsam Zeit, dass du mir zeigst, wo man echten russischen Wodka herbekommt. Also wirklich, André. Wir haben gerade einen armen Kerl ins Gefängnis gebracht und einem kleinen Mädchen die Familie zerstört. Wie kannst du da nur ans Saufen denken? Na, gibt es noch bessere Gründe, daran zu denken? Also ich bin nicht auf eine Sauftour aus. Wir gehen in eine Bibliothek. Ist wohl immer noch besser, als mir die ganze Zeit beim lieben Tantchen den Hintern breit zu sitzen und russisches Fernsehen zu gucken. Aber heute Abend gehen wir aus, das musst du mir versprechen. Na gut, wenn es sein muss. Gebongt. Dann bringen wir diese Bibliotheksnummer mal hinter uns. Wer ist denn dein liebster russischer Autor? Dostojewski? Tolstoi? Oder doch eher Gorki? Ach, halt die Klappe, André. Was ist es für ein Gefühl, all der Verantwortung den Rücken zuzudrehen und nur nach der Nummer 1 zu suchen? Pass nur auf, dass du nicht eines Tages wie deine Opfer heute endest. Denk daran, es fehlt gar nicht viel und du sitzt selbst hinter Gittern. Na, das sind mal Aussichten.
Ja, die russische Literatur. Die kann man empfehlen. Umso Nachfahre von Dostojewski ist heute Straßenbahnfahrer. Straßenbahnlokführer, sagt man so. Egal. Jo, wir sind hier angekommen. Dann schauen wir uns um. Vielleicht von hier aus kann man unmöglich anrufen. Echt? Warum? Mit André können wir nicht reden. Sie wartet offensichtlich auf den Bus. Ihren Kleidern und der Einkaufsparadies-Tüte nach zu urteilen, gehört sie nicht gerade zu den Ärmsten in St. Petersburg. Mhm. Man soll die Leute nicht nach ihrem Aussehen beurteilen. Werbung für ein russisches Jugendmagazin. Popstars, Bands, Poster. Die Dinger sehen überall gleich aus. Es gibt auch in Russland die Bravo. Bestimmt. Und da lässt jemand seinen Müll liegen. Ich fasse es ja nicht. Ach Max, ein bisschen schneller. Einige der Anzeigen sind wirklich lustig, aber ich sehe leider nichts, was für mich von Interesse wäre. Okay, dann gehen wir jetzt in die Bibliothek. Erledigen unseren Job. Es ist geschlossen, gehen Sie! Was? Das hier ist keine öffentliche Bibliothek. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind, Max? Das ist die Adresse, die Lara mir gegeben hat. Hm. Gefällt mir aber ganz und gar nicht hier. Wir sollten hier besser wieder verschwinden. Spürst du es denn nicht auch? Dies hier ist keine Bibliothek, sondern ein Mausoleum. Hör bitte auf, mir dauernd Angst einzujagen. Du hörst dich fast schon an wie Laras Tante. Und wenn dir das hier vorkommt wie ein Mausoleum, dann bist du offensichtlich noch nie in einer richtig alten Bibliothek gewesen. Hallo, hören Sie mich? Gehen Sie bitte wieder. Ich muss sonst die Polizei rufen. Tut mir sehr leid, wenn ich Sie störe, aber ich muss dringend mit Ihnen sprechen. Mach doch, was du willst. Wenn du mich brauchst, ich bin in der Leseecke. Da hinten riecht es wenigstens nicht ganz so moderig. Wie kann man hier nur arbeiten? Du kennst wohl nicht sehr viele Bibliothekare, was? Die lieben solche Orte wie den hier geradezu. Kann ich verstehen, mag ich auch. Gut, dann reden wir mit... Sie wissen schon, dass das hier keine öffentliche Bibliothek ist, oder? Mein Name ist Durand und der Kerl, der da gerade Ihre Sammlung bewundert, ist mein Bruder. Wir kommen auf Empfehlung von Lara Svetlova. Ein schlaues Mädchen, diese Lara. Sie wird es noch sehr weit bringen. Wenn sie sie geschickt hat, dann sind sie natürlich willkommen. Was kann ich für sie tun? Mein Anliegen wird Ihnen bestimmt etwas merkwürdig erscheinen. Dann sind Sie hier genau richtig. Denn das hier ist ja auch eine etwas merkwürdige Bibliothek. Wer würde diese zwei hier aufgezeichneten Symbole als Tätowierung am Hals tragen und warum? Darf ich mal sehen? Hier, bitte. Ja, guck dir das genau an. Das sind Mem und Waff. Zwei aramäische oder vielmehr prähebräische Zeichen. Aha. Dann stammen sie also aus dem hebräischen Alphabet. Nicht ganz, mein Freund. Es gibt damit verwandte Zeichen im modernen Hebräisch, aber diese speziellen Zeichen hier würde man nur in jahrhundertealten Schriftstücken finden. Haben sie eine spezielle Bedeutung? Schwer zu sagen. Mem, Waf ist der Wortstamm sehr vieler verschiedener Begriffe. Sie sagen, jemand hatte sie auf dem Hals tätowiert? Darüber muss ich mehr herausfinden. Und ich habe auch schon so eine Idee, womit ich anfangen kann. Aber dazu bräuchte ich Ihre Hilfe. Natürlich. Sicher, was soll ich tun? Letzte Woche ist ein dünnes Buch hereingekommen und ich denke, es hat etwas mit diesem Thema hier zu tun. Zufällig. Aber wie war doch bloß der Titel? Es kam mit einer der letzten Lieferungen, irgendwann letzte Woche, denke ich. Aber der Name will mir einfach nicht einfallen. Oh, mein Gedächtnis. Ich erinnere mich noch daran, dass ich den Titel irgendwie missverständlich fand, wenn man die Verbindung solcher Schriftzeichen mit Nordeuropa bedenkt. Am besten, Sie werfen mal einen Blick in den Katalog im Studierzimmer. Wie kann ich Ihnen denn dabei helfen? Die neu hereingekommenen Bücher stehen auf den obersten Regalen im Saal nebenan. Finden Sie das Buch und bringen Sie es mir. Ich selbst kann nicht mehr so hoch die Leiter hinaufsteigen, sonst wird mir schwindelig, wissen Sie? Natürlich, ich werde es versuchen. Okay, und wer hat die Bücher dann da oben gebunkert? Das würde mich mal interessieren. Er sieht nicht sehr gesund aus. Die Sorte kenne ich. Die Bibliothek ist ihr ganzes Leben und sie kriegen so gut wie nie die Sonne zu sehen. So möchte ich mal nicht enden. Nee, du raubst lieber Kunstwerke aus.
Okay, gut, dann mache ich an der Stelle Stopp und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.